Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Kein Ding, Blue Heidi. Dir eine gute Nacht. Ich werde noch ein bisschen machen, 2 Stündchen oder so. Man kann das ja aber morgen alles nachschauen. Wenn man da Lust drauf hat. Man kann das auch noch in 2 Wochen nachschauen übrigens. Aber ab morgen kann man es immer nachschauen. Ich erwarte von niemandem von euch übrigens, dass ihr euch das alles anguckt, ne? Glaubt mal. Das erwarte ich nicht von euch. Ich lade das alles halt auch deswegen hoch, weil dann könnt ihr euch das selber einteilen. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Verrückten, der hat fast alle Parts schon gesehen. Das gibt's bestimmt. Aber das müsst ihr ja nicht machen. Ihr seid ja nicht gezwungen dazu, das auch zu tun. Ihr könnt auch einfach sagen, ich gucke mir 2 Parts am Tag an und gut ist. Dann habt ihr für die nächsten 80 Tage Parts bei mir. Versteht ihr? Das ist so der Gedanke dahinter. Wenn ich alles auf einmal veröffentliche. Oder ihr könnt einfach mal sagen, ich skippe einen Part, weil vielleicht, keine Ahnung, ich skippe ein bisschen durch und schaue mal an, ist da was Interessantes, was ich sehen will oder nicht, dann könnt ihr das selber entscheiden, welche Parts ihr schaut und wie viele davon schaut. Da vorne ist der Kirschblütenbaum, ne? Dann können wir die Höhlen endlich alle markieren. Aha, Höhlen markieren, voll gut, bis dann, tschüssi. Na, gehen wir erstmal ganz kurz den Krog hier unten holen. Und dann gehen wir oben zum Kirschblütenbaum. Pop, du musst Höhlen entdecken gehen. Bis dann, Kitty. Wisst ihr, was das Schlimmste an den Crocs eigentlich ist für mich? Es erinnert mich stetig daran, dass es da so ein richtig geiles Spiel gibt. Das nennt sich Wind Waker. Nein, das Spiel ist auch geil, aber ich finde Wind Waker ist auch schon auf einer ähnlichen Stufe. Also stellt euch mal vor, Wind Waker. Die würden nochmal Wind Waker machen mit der Breath of the Wild Engine. Und mit richtig großen und coolen Inseln und so. Mit coolen Inhalten und sowas. Richtig viele Quests und allem. Aber wie gut das wäre, oder? Das wäre schon was echt Feines. Das würde schon ganz schön schmecken, ne? Das wäre schon was richtig Leckeres. Dachte ich mir, dass es viele Höhlen gibt. Sehr viele, die ich alle noch nicht gemacht habe, offensichtlich. Aber wir werden es dann einfach... Wir werden zum Turm gehen. Jetzt sofort zum Turm teleportieren. In die Lüfte steigen. Wir markieren alle Höhlen. Gucken uns an, welche hatten wir schon. Löschen die Markierung und markieren dann die weiteren Höhlen. Irgendwie sowas. Irgendwie muss ich das machen, dass ich die mir zumindest mal markiere. Das, wenn ich die jetzt nicht mache. Aber ich muss sie mir markieren. Ich will die Höhlen alle machen. Ich habe gerade einfach keine Lust mehr auf Crocs. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe gerade einfach keine Lust auf Crocs. Ich möchte endlich mal wieder was anderes machen. Aber zumindest für einen Moment, ne? Wir machen die ja bald weiter. Und wir sind auch schon sehr gut dabei, ne? Also. Aber manchmal will man einfach mal kurz was anderes machen. Wir haben noch irgendwo eine Markierung da. Die muss auch noch weg. Wir brauchen alle Markierungen, die wir kriegen können. Okay, auf geht's. Oh mein Gott, wie viele Höhlen sind das denn bitte? Gut, die da vorne kennen wir. Die kennen wir auf jeden Fall. Warum kann ich die Kamera... Achso, da. Haben wir die schon? Nein, die haben wir nicht. Die da unten haben wir bestimmt schon, oder? Nee, die haben wir auch noch nicht. Thank you.
Da oben haben wir eine Höhle, die haben wir schon. Da ganz hinten ist eine Höhle. Haben wir die auch schon? Die haben wir schon. Die können wir löschen. Wann waren wir da drin? Ich überlege gerade, ob wir nicht mal in die Höhlen reingehen sollen, weil vielleicht ist da jetzt irgendwie... Vielleicht sind die jetzt ja doch... Guck mal, doch, die Höhle haben wir schon. Die Höhle haben wir schon. Keine Ahnung, ob das wirklich der Ort der Höhle war oder ob das die Höhle hier hinten war, die wir gerade markiert haben. Die Höhle haben wir auch schon. Die Höhle haben wir auch schon. Ah. Doch gar nicht so viele Höhlen. Ah, doch. Aber ein bisschen schwer zu sehen jetzt von hier aus, ne? Die haben wir noch nicht, ne? Nee. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Wir haben schon ganz schön viele Höhlen, ne? Kann das sein? Und lassen wir zu dem Turm kurz teleportieren. Aber so ist besser, oder? Wenn ich das so mache, statt mit der Karte, ne? Also ich finde das persönlich so im Weiten unterhaltsamer. Weil wir halt in der Luft fliegen und dann die ganzen Höhlen markieren. Ich finde das schon irgendwie ganz cool, das hat schon was. Direkt vor mir ist eine Höhle, die haben wir aber schon, okay. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Wir haben echt viele Höhlen schon gefunden, ne? Wie es aussieht. Da unten ist einer. Es kann sein, dass ich die schon hab. Yep. Das ist, glaube ich, die, wo wir geschildert sind. Die scheinen wir noch nicht gehabt zu haben. Dann haben wir beide in dieser Richtung. Das weiß ich nicht. Die haben wir. Die haben wir auch. Die sind so weit weg, die Dinger da hinten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so viele von den Höhlen haben, ne? Da ganz hinten am äußersten Rand, die habe ich auch schon, ne? Ja. Die da habe ich noch nicht besucht. Hier sind auch ganz viele Höhlen nebeneinander. Ich muss mal ganz gerne gucken. Wir haben hier drei Stück, also das sind die drei, die hier nebeneinander hacken, ne? Plus die eine, die haben wir aber schon markiert da hinten. Meine an, die ist auch noch neu, oder? Bin ich mir nicht sicher, ob das eine neue ist.
Und hier kann man auch rein, als Höhle, oder was? Krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oh ne, auf die habe ich gar keinen Bock da oben. Natürlich sind die auch mega schwer zu treffen. Seramda Schatz. Oh mein Gott, was habe ich getan? Okay, ich bin tot. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme niemals wieder weg. Niemals. Das wird nicht funktionieren. Ich kann machen, was ich will. Ich werde immer eingefroren. Ich bin gleich tot. Alter Schwede, das war, ich war selten so genervt. Aber hier ist ein Ramdas-Schatz. Und den will ich. Schneesturmhose. Diese rituelle Hose aus uralter Zeit ist aus einem kälteerzeugenden Material hergestellt und soll so in sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Und da vorne ist dann der Major, ne? Gut, die Höhle haben wir auch abgehakt, das ist schon mal schön. Dann können wir direkt hier hingehen, weil die andere Höhle ist direkt in der Nähe. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass wir doch so viel... doch so viele Höhlen entdeckt hatten schon. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Dass wir doch schon einfach so viele... Oh mein Gott. Geht der Fehl auch weg oder bleibt der jetzt für immer? Oh, der bleibt wohl für immer. Okay, ich glaube, wir müssen die Emulator-Version gleich wieder wechseln. Eieiei. Das war weird. Felssturz, ausgerechnet. Wie soll ich denn nun in die Höhle kommen? Nun, sie selbst. Der Eingang zur Höhle wurde komplett verschüttet. Da sind Vorräte drin, an die ich nicht herankomme. Da ist guter Rat teuer. Mit Donnerblumen, die in Höhlen wachsen, könnte ich die Felsen wegsprengen. Ich hätte ein paar dieser Donnerblumen sammeln sollen. Dann könnte ich den Weg freimachen. Aber heute kann ich das Problem sicher nicht mehr lösen. Doch, mit ihm hier. Können wir jetzt einfach schon mal Bescheid sagen? Bravo, du hast den Weg freigemacht. Wirklich großartig. Nun kann ich endlich die restlichen Vorräte holen. Ach, du hast natürlich eine kleine Belohnung verdient. Wie wäre es denn hiermit? Gut, dann gehe ich gleich mal nachsehen, ob die Vorräte noch in Ordnung sind. Und nochmal danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Die Essensvorräte scheinen sicher zu sein. Ich bringe sie zum Dorf, sobald ich sie verpackt habe. Ja, das freut mich doch. Guten Essensvorräte.
Okay. Donnerblumen nehme ich immer gerne mit. Die können wir immer gebrauchen. Die Fische können wir auch mal ganz kurz gucken. Frostforelle immer gut. Nehmen wir mit. So, dann geht's zur nächsten Höhle. Die hier vorne und da. Aber das kann das sein, dass die gleiche Höhle ist? Das ist so ein... So, mal schauen, ne? Aber sonst muss man echt sagen, also wir haben sonst echt alle Höhlen gut erkundet. Ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass wir schon wirklich so viele Höhlen hier oben erkundet haben. Dass wir einfach wirklich so, wie soll man sagen, ja, gewissenhaft vorgegangen sind. Gut, es fehlte immer noch ein paar Höhlen. Also so ist es ja nicht. Uns fehlten immer noch ein paar Höhlen. Ich hätte aber ehrlicherweise damit gerechnet, dass es ein paar mehr Höhlen sind, die uns fehlen. Ach ne, das Aerodynamik-Set geht ja nicht. Fällt mir gerade ein. Ist ja zu kalt hier. Leider Gottes. Ist die Markierung direkt unter uns, ne? Jetzt gleich. Ich glaube schon. Ich glaube, die da unten ist das. Mehrere Kammern. Hier ist direkt das Majoi. Perfekt. Aber hier ist noch ein Ramda-Schatz. Geht hier vorne rein, ne? Nee, das ist der Eingang. Ich nehme an, der Ramda-Schatz ist irgendwo hier. Nee. Dude, es reicht doch irgendwann mal. So, endlich Ruhe. Endlich können wir uns mal die Lage hier sondieren und schauen, wo der Ramda-Schatz sein könnte. Der Hinweis ist ja quasi... Da ist das erste Ding. Da ist das nächste Ding hier. Also ich nehme an, es wird hier vorne drin sein. Hier. Yep. Schneesturm, Kopfschmuck. Dieser rituelle Kopfschmuck aus uralter Zeit ist aus einem kälteerzeugenden Material hergestellt und soll so in sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Nice. Da haben wir, glaube ich, das ganze Set schon, ne?
Bin mir gerade nicht 100% sicher, aber könnte schon sein. Jetzt können wir das hier hoffentlich nutzen, um... Nee, da... Oder vielleicht doch. Ich habe ein bisschen Angst, dass da oben der Griok ist. Ah. Ihr seht gleich, was ich versuche. Ich versuche so möglichst hoch zu kommen wie möglich, aber ich glaube auch hier wird das nicht gut enden. Wir werden nicht so hoch kommen, wie ich das gehofft habe. Nee, wir sind direkt vor der Wand, oder? Das ist doch direkt hier. Moment. Ja. Naja. Besser geht's wohl nicht. Das müssen wir wohl akzeptieren, so wie es ist. Gut, das war die Schildstätterhöhle, oder? Ja. Ah, dahinter ist ja noch eine Höhle. Scheinbar. Lustig, dass wir die immer verpasst haben, weil da sind wir daran vorbeigeschlittert, hätten wir eigentlich sehen können. Naja. Potato ist einfach zu blind. Das passiert schon mal. Das ist dieser riesige Eisblock da. Oh, dieser riesige Eisblock vorher. Oh. Der müsste aber auch ehrlich sein, die Hülle zu finden. Da braucht man echt das. Da braucht man das Satori für. Also klar, man kann natürlich aus Versehen dann sagen, oh, ich mach mal diesen riesen Eisblock hier weg, aber. Aus Neugierde. Aber. Aber nicht Potato. So ist Potato nicht. Haben wir noch ein Feuerding? Nee. Aber wir nehmen einfach ein billiges Schild. Wobei wir brauchen gar kein Schild nehmen, weil wir können das einfach so machen. Das geht aber sogar schneller. Ja. Mit Schild ist es langsamer als so. Aufpass mit dem Donnerbomben, ne? Upsala, was ist da denn gerade passiert? So. Kann man ihn nutzen dafür? Ja. Oh. Oha. Das ist eine Solo-Ruine. Da oben ist das Majoi. Nee, das ist Wasser. Hm.
Ah. Das habe ich gesucht. Das Wasser ist aber nicht kalt, oder? Nee. Das ist sogar heilendes Wasser. Perfekt. Ich bin sehr gespannt, was wir hier bekommen. Der Medo-Helm, der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Orni beschützte. Er soll das Band mit den Orni stärken, wenn er von einem Lianer getragen wird. Und das ist auch noch so eine Theorie, die ich habe. Die Shika haben das, also erstmal, Rauru hat ja so ein drittes Auge an der Stirn, ne? Ich denke, dass die Shika davon inspiriert worden sind, weil die waren ja damals, wurden ja wie Götter verehrt. Ne? Die wurden ja als Götter angesehen. Und ich denke, das könnte durchaus Einfluss gehabt haben auf Völker wie die Shika. Und mit ihrer Symbolik und so. Das ist eine Sache, die ich mir schon überlegt habe. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich noch ordnen muss. Keine Sorge. Nur gerade will ich hier aus der Höhle wieder rauskommen. Bin mir nur gerade nicht mehr ganz sicher, wo der Ausgang hier war. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich weiß es, Leute. Ist die es auch? Oh, er ist, glaube ich, wirklich hier unten. Nee, das ist die Statue gewesen, genau. Nee, aber das meine ich gar nicht. Der Ausgang ist hier. Meine Dienkarte. Aber warte mal, kann das sein, dass die hier sind, bei der Geheimquelle? Nee, oder? Ich suche immer noch die Schwestern, ne? Falls ihr euch wundert, was ich da gerade suche. Ich suche immer noch nach den Schwestern. War ja auch eine Höhle, aber. Die meinten doch, dass sie bei einer Höhle sind oder nicht. Schade, schade. Na gut, wir haben hier noch eine Höhle, ne? Das ist halt nicht das nördliche Hebra. Das ist das Problem eher. Ey, ich gucke gerade auf Abonnenten. Genau 2300. Vielen lieben Dank. An der Stelle nochmal. Haben wir die Höhle schon? Ja, oder das ist die Höhle, wo der Schrein war. Da habe ich nicht richtig drauf geachtet auf der Karte. Ich glaube, da man kann da sogar sehen, dass wir die Höhle schon haben. Ja, okay. Ja, gut. Ah, nee. Wir haben die Höhle noch nicht abgeschlossen. Aha. Wir müssen das gleich nochmal ganz kurz zum Schreien, aber ich nehme noch eben ganz kurz den hier, weil ich gerade eben auf dem Weg war, deswegen. Warum nicht? So, Moment. So. Andersrum. Komm schon. Blub. Yay, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüssi. Nochmal zum Schreien. Da muss noch irgendwo ein Frosch sein. Immer noch in Elden haben wir auch noch eine Höhle gefunden gehabt, in der wir keinen Frosch gefunden haben, weil ich beim besten Willen nicht gesehen habe, wo wir da hingehen sollen. So, wir müssen auch die Markierung hier kurz löschen. Da oben, oder?
Ah, nee. Aber hier ist der Ausgang direkt, oder? Ja. Yep. Hier oben irgendwo? Da! Oh. Schwere Geburt, was? So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!